9. Kommentare. Fazibook. Autofaunika Silberg. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Auffällig und provokant. Das sind sie gerne, die Instagram-Fotos von Sophia Thomaler. Auch ihr neuestes Selfie aus dem Fitnessstudio sorgt für Diskussionen. Fast 10 Kilo hat TV-Star Sophia Thomaler zugelegt. An Muskelmasse ein Selfie frisch aus dem Fitnessstudio in Berlin stellt das jetzt eindrücklich zur Schau, doch ein Detail sorgt für Diskussionen unter den Fans und bleibt auch von Sophia Thomaler nicht unkommentiert. Update vom 18. September 2020. Und wieder präsentierte TV-Star Sophia Thomaler ihren gestählten Körper auf einem Foto auf Instagram. Nachdem sie zunächst mit einem Selfie aus dem Fitnessstudio hinsichtlich ihres neuen Aussehens ihre Fans spaltete, siehe Ursprungsmeldung vom 11. September, hagelte es nun wieder reichlich Komplimente für die Sportskanone. Im Training so fit und mit ihren antrainierten Muskeln fällt ihren Followern nur noch die positiv gemeinte Bezeichnung Maschine für sie ein. Bei einem anderen Follower wägt ihr definierter Körper andere naheliegende Assoziationen. Weiblicher Terminator kommentiert dieser das Foto in Anspielung an die Rolle von Schauspieler und Muskelpaket Arnold Schwarzenegger im gleichnamigen Filmklassiker Terminator. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Even Evers Keep It Leap Day? Ein Beitrag geteilt von SOPHIATHOMALLA, Exophia Thomala, am 7.17.2020 um 7.30 Uhr PDT. Oberschenkel wie Roberto Carlos, TV-Star mit Fitness-Selfie, Fans fällt ein Detail sofort ins Auge. Ursprungsmeldung vom 11. September 2020. Diese Muskeln können sich sehen lassen. Model, Schauspielerin und TV-Moderatorin Sophia Thomaler teilt auf Instagram das Ergebnis ihrer Coronavirus-Zeit. Während unser eins vermutlich die meiste Zeit faul auf dem Sofa verbrachte, steckte der TV-Star nicht nur Arbeit in ihr neues Start-up, sondern auch in ihre Oberschenkel. Fast 10 Kilo Muskelmasse hat die 30-Jährige nach eigenen Angaben aufgebaut, kein Pfund zu viel ist auf ihren Rippen. Dementsprechend selbstbewusst präsentiert sich die Sophia Thomaler frisch nach dem Training im knappen Outfit. Leap Day eben. Lack, Leder und knappe Outfit sind typisch für die Freundin von Fußballstar Loris Karius. Auch diesmal bekommt der Star dafür auf Instagram reihenweise Komplimente, auch aus prominenten Reihen. Respekt für die Disziplin, Hammerfrau und Oberschenkel wie Roberto Carlos heißt es hier, und auch Sylvie Mais und Vera Intwen lassen begeisterte Kommentare da. Trotzdem muss sich Sophia Thomaler auch einiges an Gemecker anhören. Hunderte Fans bemängeln die Figur und Proportionen des Stars, viel zu dünn sei sie, zu nackt und der Kopf ist viel zu groß für den Körper. Natürlich sind auch reihenweise sexistische Kommentare dabei. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Leap Day, ein Beitrag geteilt von SOPHIATHOMALLA, Exophia Thomala, am 7.8.2020 um 3.52 Uhr PDT. Korinth Henkerei, Ei, TV-Star. Thomaler wehrt sich gegen kritische Kommentare. Besonders ein Detail hat es den kritischen Fans angetan: die Lederstiefel, die Sophia Thomaler zur knappen Hose trägt. Die seien ja mal so gar nicht trainingstauglich. Genau, wer trainiert nicht so? Spottet ein User. Doch Sophia Thomaler dürfte inzwischen Routine mit solchen Fans haben und bleibt schlagfertig. Schuhe nach dem Training wechseln, ist ja auch sowas von fernliegend. Schreibt sie Korinth Henkerei, ein mein Körper, meine Regeln. Selfmade Woman und Powerfrau Sophia Thomaler, recht hat sie. Ihr Körper ist harte Arbeit und Teil ihres Kapitals, ihre Nacktheit nichts Neues im Netz und ihr Outfit ist und bleibt ihre Entscheidung.
Die frisch gebackene 30-Jährige ist eine selbstbewusste, starke Selfmade-Frau, die es inzwischen sogar zur Unternehmerin geschafft hat. Seit kurzem ist sie Gesellschafterin im Bauunternehmen Schüttflex, für das sie als Postermodel auch als Markenbotschafterin wirbt. Sophia Thomalla muss sich also vermutlich herzlich wenig um die kritischen Kommentare ihrer Instagram-Follower scheren und kann stattdessen weiter ihre Oberschenkel trainieren. Roberto Carlos wäre stolz. Auch ein weiterer bekannter TV-Star zeigte sich auf Instagram witzig und schlagfertig. Der Moderator wurde am Set seiner Show eiskalt überrascht. Rubrik Nächstenbild. Caroline Seidel, die PR Picture Allianz.